Wir alle möchten so gut wie möglich aussehen. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 Multiplayer-Spiele mit den besten Skins. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste geht es um Spiele, bei denen der Mehrspielermodus das Hauptmerkmal des Spiels ist. Das bedeutet, dass Skins und das Erstellen einer eigenen Identität wirklich wichtig sind. Nummer 10. Rocket League. In diesem Spiel spielt man sozusagen Fußball mit dem Auto. Daher macht es Sinn, dass die Entwickler es den Spielern ermöglichen, die coolsten Autos zu bauen, die es gibt. In der Rocket League bekommt man nicht nur fantastische Autos, sondern auch berühmte Popkulturmodelle. Zum Beispiel Mario und Luigi Fahrzeuge, die es nur auf der Switch gibt, oder den DeLorean aus Zurück in die Zukunft und das 1989er Batmobil. Neben den vielen verschiedenen Fahrzeugkarosserien kann man auch benutzerdefinierte Felgen, Sticker, Farben, Mützen, Antennen und so weiter kaufen oder gewinnen. In Rocket League kann man für ein Fahrzeug alles erhalten, was man sich nur vorstellen kann. Nummer 9. Dota 2. Dieses Spiel gibt es schon sehr lange und es gilt als eines der berühmtesten Videospiele aller Zeiten. Daher gibt es in Dota 2 viele fantastische Heldenskins, die dem guten Ruf des Spiels alle Ehre machen. Es ist auch eines dieser Spiele, bei denen viele der Skins auf Online-Marktplätzen zu außergewöhnlichen Preisen verkauft werden. Für buchstäblich Tausenden von Euro. Das Verrückte daran ist, dass einige dieser Gegenstände über Spezialeffekte verfügen, während andere rein kosmetischer Natur sind. Das heißt, dass Spieler eine Menge Geld ausgeben können, ohne echte Vorteile zu erhalten. Es gibt bei Dota 2 auch einzigartige Wettereffekte und Ladebildschirme. Damit ist dieses Spiel anpassbar wie kein anderes. Prepare for poison. I am Visage. Nummer 8. Grand Theft Auto Online. Es gibt etwas an diesen Rockstar-Spielen, das die Modder-Community schon immer in Scharen angezogen hat. Wahrscheinlich mehr als jede andere Serie. Als Rockstar sich mehr auf GTA Online konzentrierte, taten dies auch die Modder. Und seit der Veröffentlichung des Spiels haben sie weitaus bessere Skins geschaffen, als die meisten Mainstream-Entwickler sich haben träumen lassen können. Hinter diesen modifizierten Skins steckt unendlich viel Zeit, Motivation und nur der Wunsch, etwas zu erschaffen, was noch mehr Spaß macht. Diese Werke stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung und sind wirklich großartig. Nummer 7. Heroes of the Storm. Im typischen Blizzard-Stil wird hier eine große Anzahl von Kosmetika für die Figuren angeboten. Spieler sind daher mit der Vielfalt, die ihnen geboten wird, wirklich zufrieden. Diese legendären Skins haben zwar zumeist keinerlei Einfluss auf den Spielverlauf, aber wahre Fans versuchen dennoch alles, um sie freizuschalten. Und die Anpassungsmöglichkeiten in Heroes of the Storm sind etwas umfangreicher als in anderen Multiplayer-Spielen mit Skins. Denn Spieler haben die Möglichkeit, jeden Skin mit 4 verschiedenen Farbvariationen zu färben. Damit kann man einige der Lieblinge aus anderen Blizzard-Reihen wie StarCraft oder Diablo in ziemlich coolen Farbvariationen sehen. And deliver control of this domain to me. Nummer 6. Minecraft. Wie
GTA ist Minecraft ein weiteres Spiel, bei dem Spieler einen Großteil des Spielinhalts selber erstellen. Notch hat zwar die Bausteine bereitgestellt, aber es sind die vielen Mitglieder der riesigen Spiele-Community, die die unzähligen zusätzlichen, herunterladbaren Inhalte erschaffen. Und das schließt Skins mit ein. Viele, viele Skins. Da Minecraft seit Jahren eine riesige Spielerbasis aufweist, ist für alles und jeden ein Skin verfügbar. Es gibt sogar Skins in Minecraft, die wie Skins in anderen großen Spielen aussehen, wie zum Beispiel Fortnite. Die Kernphilosophie von Minecraft gilt nach wie vor: Was du dir vorstellen kannst, kannst du auch bauen. Nummer 5. Smite. Da, 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 da. Ein Spiel, bei dem man als Gott oder Göttin aus einer Vielzahl von verschiedenen Religionen und Mythologien spielen kann, ist bereits spannend. Aber Smite hat auch noch einige fantastische Skins zusätzlich zu der großen Charakterauswahl. Und die Skins verändern nicht nur Götter, sondern auch die verschiedenen Angriffe der Figuren ändern sich. Außerdem erhalten sie auch völlig neue, witzige Synchronstimmen. Hey, I'm not really bald. Sie sind einige der schrägsten Darstellungen der Weltgötter. Egal, ob man die amerikanische Patriot-Version des ägyptischen Sonnengottes Ra liebt oder Poseidon mit seinen Sommerurlaubsflair. Die Smite-Skins garantieren, dass man die ganze Zeit damit viel Spaß hat. Nummer 4. Counter-Strike Global Offensive. Einige große Counter-Strike-Skandale machten die Medien darauf aufmerksam, dass das Lootboxen-Konzept bereits Kinder abhängig vom Glücksspiel machen kann. Es gibt eine ganze Reihe von Websites, auf denen Spieler Waffenskins für viel Geld handeln dürfen. Die Altersbeschränkungen liegen dabei manchmal gerade nur bei 13 Jahren. Einige YouTuber sind sogar in Schwierigkeiten geraten, da sie ihre eigenen Skin-Handels-Webseiten wie CSGO beworben haben. Wenn Spieler bereit sind, solche Maßnahmen zu ergreifen, um Geld mit den Skins zu machen, sagt das viel über deren Qualität aus. Und dabei geht es hier nur ums Aussehen, da diese Skins keinerlei Spielevorteile haben. Nummer 3. Fortnite Battle Royale. Niemand hat vorausgesehen, dass Fortnite zu der globalen Sensation werden würde, die es unbestreitbar heute ist. Vielleicht haben die Vielfalt der aufregenden Skins und die einzigartigen Tanzbewegungen dazu beigetragen. Wer weiß. Epic Games fügt jedenfalls Fortnite regelmäßig neue Inhalte hinzu, wobei in jeder neuen Saison neue Waffen, Skins und Gegenstände eingeführt werden. Dabei eignet sich der cartoonartige Kunststil hervorragend für die verrückten Skins. Man kann als Panda, Superheld, Supersoldat oder Basketballspieler spielen. Es gibt keine Grenzen, wenn es um Fortnite-Skins geht. Wenn man sieht, wie cool viele von ihnen sind, ist es kein Wunder, warum die Leute so viel Zeit und Geld in den größten aktuellen Trend des Gaming investieren. Nummer 2. Overwatch. Der freundliche First-Person-Shooter von Blizzard wurde bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 zum Hit. Und durch die ständigen Updates und neuen Inhalte ist das Spiel auch heute noch von Bedeutung. Blizzard nutzt jede Gelegenheit bei den Spezial- oder Saison-Events, um immer mehr Skins, Spielmodi und Slogans für ihre Figuren zu veröffentlichen. Einige kamen zwar nicht so gut an, wie McCrees Kanariengelber Vigilance-Skin oder Traces Lightning-Skin. Dafür wurden andere für ihre Raffinesse gelobt, wie Kultist Zaynetta oder Shiver Reaper. Viele Overwatch-Spieler warten begierig darauf, dass neue Event-Skins vorgestellt werden. Und das aus gutem Grund.
Nummer 1. League of Legends. Paint the dust in their blood. Es ist das beliebteste MOBA der Welt und wird bei den größten Gaming-Turnieren der Welt ausgetragen. Natürlich hat LOL dementsprechend auch die absolut besten Skins unter den Multiplayer-orientierten Spielen. Es gibt über 800 für die verschiedenen Champions. Und da LOL in absehbarer Zeit nicht verschwinden wird, könnten noch Hunderte in Zukunft hinzukommen. Wenn man ein Spieler ist, der es liebt, fantastisch aussehende Charaktere zu spielen und noch nicht League of Legends ausprobiert hat, sollte man vielleicht eventuell einen Blick darauf werfen. No more hesitation. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.